Dann haben wir Nico Pico. Nico Pico. Der hat einen Mandalorian als Profilbild, deswegen ist mir direkt erstmal sympathisch. Erstmal Küche abgehakt. Gut, hab nicht viel dazu weiter zu sagen. Ist eine gute Küche. War ein bisschen Streber hier. Hat er so eine Abdeckung tagsüber auf dem... Das hier finde ich so ein bisschen strebermäßig, aber gefällt mir. Es ist ein Machertyp. Der hat hier so eine Schutzabdeckung tagsüber, wenn er nicht kocht oder was. Hat sein Leben im Griff, Leute. Der hat jemand sein Leben im Griff. Das ist der Flur. Kappen. Ich hoffe, der Mann ist nicht über 30. Sonst gibt's... Sonst wird man von Elhot so verarscht, das müsst ihr wissen. Darf man nämlich nicht tragen oder ist peinlich. Ja, ist ein Flurbereich, völlig chillig, völlig in Ordnung. Ohne Teppich wäre es besser, sagt Blumaf. Ich finde das eine Idee, aber ich finde den Teppich eigentlich ganz nice. Der macht es ein bisschen wohnlicher. Oh, guck mal hier. Mini Baby Yoda. Oh, jetzt wird es aber schön hier. Okay. Oho, der Herr Baron. Scheiße, Leute, der hat mir ein bisschen zu sehr sein Leben im Griff, muss ich ganz ehrlich sagen. Da krieg ich ein schlechtes Gewissen bei dem hier. Der hat eine Abdeckung auf dem Herd und hat so eine aufgeräumte, geputzte Wohnung. Wieder eine Uhr. Aber warum gefällt mir die Uhr hier? Die Uhr ist rot? Okay, und die muss aber hier hängen, oder? Leute, da sind wir uns einig. Die muss genau hier hängen und nicht da, sondern hier. Aber das ist echt eine schöne Bude. Hier, guck mal, perfekt. Wie geil ist denn bitte dieser Arbeitsbereich? Voll hell, du kannst hier so rausgucken. Ich glaube, das ist auch nicht im ersten, sondern zweiter, dritter Geschoss. Dann haben wir hier noch ein bisschen Haribo zum Schnabulieren. Ein bisschen Platten. Die Couch finde ich richtig schön. Und ich glaube, diesmal bin ich mir sicher, das ist von Made. Eine Made-Couch. Aber nee, gefällt mir gut. Also die Wohnung gefällt mir mit. Ist immer in Top 5 bis jetzt. Ja, das gefällt mir. Ist nicht, auch wieder nicht so 100% mein Geschmack. Aber ich finde, es ist richtig schön minimalistisch. Es ist sehr sauber, sehr aufgeräumt. Mir gefällt dieser Tisch eigentlich auch ganz gut. Da kann man noch so ein bisschen sein Krams und Kruscht hier so runter machen. Das ist gut zum Aufräumen. Ne? Einfach, da hat er hier so einen geilen, Englisch sagen wir, Puff. Ist die Couch bumsbar, wird gefragt. Ist für mich keine Bums-Couch. Ist für mich keine Bums-Couch. Ich gebe eine 9 von 10. Mansen-Schimpansen. Auch wieder jemand, der Bodybuilding betreibt, wie es aussieht. Hat ja auch in den Ecken hier dieses Foto, ne? So ein bisschen diese Optik so. Hier ist auf jeden Fall eine Pärchenwohnung, glaube ich. Ah, da gibt's Nachwuchs. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Das scheint ja dann noch relativ jung zu sein, das Kind. Wenn das noch dieses Ding hat, glaube ich, ne? Das macht man das erste Jahr, die ersten beiden Jahre. Also auch Chat lässt Herzen da an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Ist sehr erwachsen, muss ich sagen. Hier das Schlafzimmer, das könnte halt, ganz ehrlich, das könnte, sieht halt wirklich tatsächlich 1:1 fast so aus wie bei meiner Mutter. Und ob das jetzt was Negatives oder Positives ist, soll jetzt jeder mal selber für sich entscheiden. Aber es ist halt sehr erwachsen, muss ich sagen. Dann haben wir hier aber, jetzt geht's aber richtig los hier. Hier ist ja mal richtig Gold's Gym angesagt in der Bude. Stay hydrated, stay ass focused und do your lifting weights, würde ich mal sagen. Ja, hier, brauche ich hier, habe ich alles da, hier, Basketball auch, scheiß drauf, ist ein weighted ball. Das, ich kann mir gut vorstellen, das ist so ein Pandemie-Ding, ha? Das wurde während der Pandemie so ein bisschen eingerichtet, ja, muss ein bisschen fit bleiben und so. Aber gut, so, dann haben wir hier ein Bad, das gefällt mir gut. Sieht für mich ein bisschen so aus, als wäre hier Fußbodenheizung. Ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich ein Bauchgefühl, dass hier Fußbodenheizung ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein Bad, wo man schon weiß, man kriegt warme Füße vom Angucken. Und Klo in der Ecke ist irgendwie auch ein bisschen geil, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen der Thron. Ist aber natürlich, muss man sagen, ich spreche das an, was ihr euch alle denkt. Ihr habt natürlich mein Wohnungsvideo gesehen. Ist natürlich kein Wohnbad. Ist ein Bad. Ein Wohnbad. Ja, muss man ganz klar sagen, man kann nicht alles haben. Ja. Oh, jetzt geht's aber hier los, du. Die haben ihr Leben im Griff. Das ist ein Ehepaar, würde ich sogar fast sagen. Ich glaube, das ist ein Ehepaar. Irgendwie hat das Ehepaar-Vibes. Viel Babyzeugs, natürlich, klar. Und hier gemütlich, das Samt, das fühlt sich bestimmt geil an. Dann haben wir hier einen sehr großen Fernseher. Wir haben hier Samurai-Schwert, natürlich, klar. Wenn jemand kommt, kann man ganz einfach den Kopf abhaken. Cool. Und ansonsten noch mit Pfeilen beschießen. Je nachdem, ob man ein Nahkämpfer ist oder eher so jemand ist, der einen Zauberer spielt, kann man hier natürlich die Waffen dementsprechend auswählen. Sehr gut. Und ansonsten kann man auch einfach Baumwaffe nehmen. Es ist halt, ist eine Menge los, aber ich finde es gut. Ich finde es okay. Also es ist einfach,
Es ist eine Erwachsenenwohnung und das finde ich okay. Ich bin noch nicht so weit für so eine Wohnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Schuhgröße 45.000. Chat fragt Schuhgröße 45.000 und ganz ehrlich, die sehen schon echt übelst lang aus. Ein bisschen, warte mal, ist es die Wohnung von Tingle Tangle Bob? Nee, ist gut. Ich geb trotzdem der ganze. Oh, der ist auch. Guck mal. Okay, ich sehe sofort hier perfektes Dinner drin. Vox. Hier das Vox-Logo drauf und es wird keinem auffallen. Das ist eine perfektes Dinner-Wohnung. So der erste Tag, Montag so. Ja, okay, was macht ihr so beruflich? Naja, also ich bin Auszubildender. No, ich bin. Da sitzen sie hier und dann kommt diese Stimme. Während dies die Leute schon wahr machen und kennenlernen, ist Anna immer noch in der Küche am Plätzchen backen. Oder so ein Scheiß. Ihr wisst schon, was ich meine. Naja. Ich gebe dem Ganzen 8,5. Sehen. Sehr schönes Plakat. Okay, wow. Das ist vielleicht das Schönste bis jetzt. Und das sage ich nicht nur wegen dem Plakat. Das ist eine verdammt schöne Couch, Alter. Ich wollte nämlich fast genau die gleiche Couch auch kaufen. Die ist der Shit. Das ist für mich vielleicht die schönste Bude bis jetzt. Gefällt mir sehr gut. Über das Plakat reden wir nochmal. Das ist, glaube ich, kein Original, aber okay. Werd mal ein Auge zudrücken und dich nicht verklagen. Busted! Aber trotzdem sehr schöner persischer. Sind das Perserteppiche, heißen die so? Die Couch ist einfach ein absolutes Highlight. Also, diese Couch, genau die gleiche wollte ich tatsächlich auch schon kaufen. Hab's dann irgendwie doch nicht gemacht. Warum frage ich mich gerade? Und der Tisch ist auch echt schön. So ein bisschen, der ist ein bisschen gereift. Der ist schon, ne, das ist nicht so neu. Und was ich vor allem so interessant finde hier ist, diese Wohnung ist sehr, wie sage ich das? Ich meine das positiv, aber ich nehme das Wort altmodisch, aber ich meine das positiv. Und aber trotzdem sind wir hier in einem Plattenbau, wie es aussieht, ja? Sieht ein bisschen so aus für mich. Und das finde ich eigentlich ganz schön, diesen Kontrast, dass sich das jemand so zu eigen gemacht hat und was Eigenes draus gemacht hat. Finde ich schön. Hier auch super schön zum Sitzen. Nee, gefällt mir echt gut. Das ist von Rusty. Nice. Und der hat auch den grünen Frosch. Kermit und die Kermit Couch, finde ich gut. Retro ist das Wort, genau. Dankeschön. Dafür gibt es eine Krone. Das ist für mich, glaube ich, in meinen Top 5 ist ganz weit oben. Ich weiß nicht, den Rest der Wohnung sehen wir nicht, aber das ist schon echt schön. 1,420, das ist meine alte Wohnung. Ich bin gerade umgezogen, die aktuelle Wohnung ist aber noch nicht vorzeigbar. So, dann können wir jetzt mal richtig lästern. Boah, sieht da scheiße aus. Bläh. Ja, die ist nice. Das ist doch nice. Sehr hell, aber... Sieht ein bisschen aber auch so aus, als ob da jemand ein bisschen die Helligkeit auch sehr hochgezogen hat in der Kamera. Ich durchschaue sowas sofort. Ah, der hat das Ding! No way! Der hat den von Teenage Engineering, dieses Radio! Oh, das ist so geil, ich zeig euch das mal. Das ist der übelste Shit, guck mal, ich sehe das sofort, ich wollte das nämlich auch haben. So, Achtung, hier, der Obi-4, der ist so geil, Mann, das ist so ein geiles Gerät. Diese Firma ist einfach meine Lieblingsfirma vielleicht. Teenage Engineering. Die macht auch, das OP1 und so, ist ein hammergeiler Sampler. Und das ist einfach eine coole Firma, die einfach coole Produkte macht. Sau teuer leider. Was kostet denn eins? Mal gucken, so ein Ding. Vielleicht haben wir ja reiche Zuschauer. Das kostet, ja, 700 Euro fast, ne? Und deswegen, das habe ich sofort erkannt hier. Habe ich sofort erkannt hier links. Deswegen, also sehr, sehr gut. Anyway, schöne Bude, braucht man nicht groß sagen. Das ist natürlich absolut weit vorne. Das ist schön. Ah, okay, aber hier ein bisschen dann. Okay, auf der einen Seite irgendwie, ich habe mein Leben im Griff, Grafikdesigner. Auf der anderen Seite, ich bin cracksüchtig. Das muss man natürlich an der Stelle auch mal sagen. Weil das ist natürlich Crack. Matratze auf dem Boden ist Crack. Das weiß man. Aber er wohnt ja da nicht mehr, wir können ja lästern. Stylischer Crack. Ein funktionierender Crack Addict. Wir sind back at it wie ein Crack Addict mit einem Bad Habit. Und Küche auch nice. Okay, die Wohnung ist nice. Aber ich durchschaue ihn. Er hat die Helligkeit auf jeden Fall hochgeschraubt hier überall, ne? Aber trotzdem, ich will jetzt nicht. Das kommt jetzt so lästermäßig rüber. Ist guter Mann. Hab mir auch schon ein paar Mal Tipps gegeben für Fotos und sowas. Der kennt sich aus. Gut. Ich gebe eine 9 von 10. 9 bis 9,5. Und er hat den aber, okay, kleiner Teaser. Die Schrankwand und der Teppichboden drunter ist ein super schöner. Oh, ich bin richtig gespannt, was da jetzt kommt. Warte. Die Schrankwand und der Teppichboden drunter ist ein super schöner Parkettboden. Kommen raus und die Wände werden natürlich. Okay, Leute, jetzt haben wir aber richtig Spannung hier, oder? Nachdem wir das hier gesehen haben?
Nicht so, dass ich euch in Suspense keepen will, aber ein bisschen schon. Ja? Jetzt sind wir mal gespannt. Stromberg irgendwie auf einmal. Okay, und... Okay, dieser Schrank ist ja mal der übelste Shit. Wie geil ist denn dieser Schrank, bitte? Ja, Leute, aber der hat doch gerade gesagt, dass er gerade umgezogen ist, ja? Natürlich sieht das jetzt ein bisschen nach Crackbude aus, aber der hat ja offenbar Geschmack und ist gerade am Renovieren. Ey, aber der Schrank. Ich brauche eine Einordnung von Jana. Der Schrank ist doch geil, oder nicht? Der ist ja wohl voll... Der wiegt, glaube ich, 2 Tonnen, oder nicht? Das wird geil, glaube ich. Okay, 1 Rudiculus. Leider nur ein WG-Zimmer. Have fun with it. Ich finde das direkt sympathisch. Versteht ihr? Bist du nur da oder schon angekommen? Ich bin da, glaube ich. Die Positionierung von diesem Monitor finde ich irgendwie seltsam. Ist das föhnverstellbar? Oder was ist hier los? Also macht der dann manchmal im Stehen? Aber da müsste... Warte mal, ist das so eine Decke? Ich glaube, das ist eine höhenverstellbare Tisch, oder? Ich glaube, ja. Das kann man so hoch und runter schieben und dann kann der manchmal im Stehen arbeiten, damit der Laptop drunter passt. Hm. Nee, so groß wäre das da nicht. Nee, ist aber gut. Hack ich mal schnell ab. Ist okay. Ist doch ein chilliges Zimmer. Ich find's gemütlich. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Uni-Zeit so. Das ist ein richtig typisches WG-Zimmer, oder? Hier wird nicht viel gebumst. Hier wird viel gezockt. Hier wird viel die Tür zugelassen, wenn man mit den Mitwohnern nicht abhängen will. Ja. Oh, die Jacke ist geil, Alter. Die NBA-Jacke von den... Das ist Supersonics, hä? 90er Jahre Supersonics-Jacke. Ja, sehe ich doch sofort. Die will ich haben, ehrlich gesagt. Ich will die interessiert... Original diese Jacke interessiert mich mehr als die ganze Wohnung. Aber nee, finde ich ein chilliges Zimmer. Gebe ich eine 8 von 10. Dann weiter im Text. Klein, aber fein. Relaxed. Kamal. So, wir haben hier einen Rocket Beans-Fan. Wie es aussieht. Hier ist ein Rocket Beans-Sticker. Dann haben wir hier... Ja, die Wand ist so ein bisschen... Tapete ist ein bisschen... Aber kann mir vorstellen, die war vorher schon da, hä? Huh? Hier ist das die Küche. Der Müll ist hier. Das ist irgendwie... Ne... Lila-Grün, immer schwierige Kombi, ja, würde ich beipflichten. Ich mache mir eher Sorgen um den Müllsack. Der ist so ein bisschen weird. Not gonna lie, bisschen weird. Aber ansonsten, ja, die Ecke gefällt mir ganz gut. Auch wieder so ein Ding, nicht so gemein. Ist das ein Raum hier, hä? Das ist ein Raum. Doch, doch, das sieht aus wie ein Raum. Kann man machen. Okay, Community wieder am Abliefern hier. Ja, gebe ich auch mal einen Grün drauf. Und ja, ich sag 5 von 10. Ist nicht so meins. 6 von 10 vielleicht. Ich war vorhin schon ein bisschen strenger bei anderen Buden. Ich glaube, das ist mir zu sporadisch. Da ist so ein bisschen so, das ist sowieso, ich wohne hier mal einen Monat und dann gehe ich weiter auf meiner Verbrechertour in Europa. Wir sind Bankräuber. Kurz mal einquartiert so für einen Monat und dann haut er wieder ab mit seinen komischen Müllsäcken. Aber gut, nee, passt. Oh, da hat einer jetzt aber ganz geschickt das gemacht. Ganz clever, Mr. Darko. Ja, das ist meine Wohnung. Ja, gut, muss ich natürlich durch jetzt, ne? Also hier natürlich schwierig. Sehr, sehr schöner Boden. Fantastischer Boden. Auch eine schöne Lampe hier. Also da hat auf jeden Fall jemand sehr viel Geschmack. Also auch mal so mal nicht Ikea kaufen. Kabel hier, da kann man schon ein bisschen, also das finde ich ein bisschen grenzwertig. Und übrigens, hallo, kann ich mal ein bisschen Props kriegen für dieses Foto? Das ist doch geil mit dem Schweben. Mir ist aufgefallen, dass es aussieht, als ob es schwebt. Ich bin Fotograf, ich sag's euch, Helmut Newton, tschüss. Donny Newton. Aber ansonsten, ja, ich muss natürlich bei allem, wenn ich euch analysiere, muss ich bei mir auch machen. Schöne Couch, wunderschöne Couch, kann man machen. Hier ist Kabel und das Thermostat, finde ich noch ein bisschen weird, aber gut. Dann hier Küche, fantastischer Kühlschrank, der sieht niegelnagelneu aus. Problem ist nur, der ist noch nicht angeschlossen. Da müssen wir natürlich mal ein bisschen gucken, wie das läuft. Hier eine schöne Pflanze, ein bisschen Grün rein, schöner Boden. Mir gefällt der Boden in der Küche sehr gut, muss ich sagen. Ich muss sagen, so jetzt mal kurz mal Gag off, wenn ich das jetzt so im Vergleich sehe zu euren Wohnungen und so. Ich würde selber meine Wohnung in die Top 5 voten, ist doch schön. Guck mal hier, der Boden ist schön, schön minimalistisch, schöne Küche, ist doch alles da, was man braucht. Das ist aber schon richtig alt. Wo hast denn das Foto her? Das habe ich schon ewig nicht mehr so.
Also dieses Stativ zum Beispiel habe ich auf keinen Fall noch mehr. Ich habe das mittlerweile anders gelöst, aber die gleiche Kamera und so, naja. Die Biodynamic-Kopfhörer fand ich scheiße. Ja, also guter Gag, lass ich durchgehen. Tim, ATSFM. Kurz nachdem ich vor 2 Monaten mein Zimmer halb fertig renoviert hatte, Bett ist selbst gebaut mit Schwerlasttankern. Schwerlasttankern direkt an der Wand befestigt. Mit Schwerlastankern, ach so. Schwerlasttanker, so dumm bin ich, dass ich wirklich gerade einfach das angenommen habe, das Wort, und mir das einfach, ich habe es einfach für wahrgenommen, dass der einfach irgendwie mit Schwerlasttankern sein Bett irgendwie da reingebracht hat in die Bude. Also, ist vom Holzquerschnitt völlig überdimensioniert, weil ich noch Holzbalken und OBS-Platten, OSB-Platten übrig hatte, um sofort die Statik zu berechnen. Ja, wiegt das deshalb fast 150 Kilo? Vielleicht. Wird es deshalb unter starken rhythmischen Schwingungen zusammenbrechen? Definitiv nicht. Oha. Okay. Gut, das hättest du alles viel kürzer zusammenfassen können im Sinne von, Leute, okay, ich wollte es nochmal öffentlich sagen, ich bumse. Okay, wir haben hier das hier original, das hatte ich mit 14 Jahren. Tim, das hatte ich mit 14 Jahren in meinem Zimmer, als ich mir schön die Bon gemacht habe und schön King Tubby im Hintergrund lief, hatte ich das auch. Und ich habe das Gefühl, das ist hier nur, damit dir keiner reinguckt, hier, wo, wenn du da sitzt. Kann das sein? Hängt da nicht mehr, Tobias. King Tubby, jawohl, da haben wir einen Kenner. Ansonsten, das ist hier von diesem einen Comic, wie heißt das nochmal? Ey, warte mal, sind das so Ärmelchen hier? Was ist denn hier? Ist das eine Decke, die man anziehen kann? Dave the Tentacle, genau. Aber, ist ein Labatamanta, okay. Ihr wolltet es, ihr kriegt es. Was ist das hier denn? Der Kinderdisposer 3000. Nee, doch, Labatamanta, was soll das denn sein? Okay, das sieht schon das sieht schon gut aus. Tienes frío, perra? Pues abra cadabra, tápate guarra. Presentamos el nuevo producto de Telemierda Entertainment, Labatamanta. Was? Zur Hölle? No pasarás frío viendo llama y gana. Venga, llama, qué bufa. Ey, das bin original ich. Das bin ich. Oder anders gesagt, das will ich sein. Ich brauche im Leben nicht mehr als das. Ich bin der. Und dann über TikTok lästern. Ich sitze da, Leute, und andere Hand habe ich das Handy und reg mich über Kids auf, dass sie POV nicht richtig benutzen. Das ist mein Leben. Das will ich. Mehr will ich nicht im Leben. Ab und zu ein Blowjob. Ich bin ready. Ich bin happy. Labatamanta ha sido creada genéticamente. Labatamanta. Ist das aber original die Stimme oder ist das eine Verarschung? Por científicos del ejército de Huesca, solo para tu confort y bienestar supremo. Ponte ciego a carajillos. Juega al teto extreme. Llama ya, vaga de mierda, todo el día en el sofá. Róbale el perro al vecino y cómetelo a la brasa. Porque sí. Labatamanta Power. Ponte toa sexy, toa porno pa tu novio. Aber okay, also auf jeden Fall, wow, Tim hat ein Labatamanta. Nie gehört. Aber okay, ja, ist doch chillig hier, eine schöne Gaming-Ecke. Mir gefällt, dass der PC hier so ist, warte, ich muss die Maus wieder. Dass der hier so ist, hast du so ein bisschen so ein kleines Safe Space hier drin, so. Silent Bang war auch so ein Ding, genau. Und hier, okay, ist ein verfixte Klicks-Zuschauer, finde ich gut. Nee, doch, das ist doch der Geier. Nee, das ist der Familienhaupt-Obervogel von RBTV, genau. Dann haben wir Möterhead an der Decke, sehr gut. Ja, Möterhead, gute Band, Rest in Peace, Lemmy. Obwohl der auch so ein paar fragwürdige Sachen gemacht hat, naja. Und haben wir hier, für den Sommer hast du hier so einen Angelstuhl. Das ist aber richtig geil, so ein Outdoor-Jäger-Sitz irgendwie, ne? Du, Tim, ich kann dir nur eine 6,5 geben. Nee, ich gebe dir eine 7. Dann haben wir hier noch Colorblind. Oha. Der hat 12 Zehner. Der hat Platten und 12 Zehner. Das ist mir ja direkt mal sympathisch. Das hier finde ich, okay, das ist ein Produzent. Wow, der hat richtig viel Zeugs auf jeden Fall. Einiges an Hardware da. Das ist mir natürlich direkt sympathisch. Der Mann hat auf jeden Fall Equipment. Sind das 12 Zehner? Ich glaube schon, ne? Und ist ein Macher.
Ist ein richtiges Studio einfach tatsächlich, ne? Dann, was haben wir noch hier? Ah, das ist schon nice hier. Das ist natürlich sehr nah dran am Fernseher, die Couch hier, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Ist mir ein Ticken zu nah, aber dieser Mann hat eine PlayStation 5 und deswegen sei es ihm verziehen. Weil man will halt nah dran sein an geilen Sachen. Habt ihr keine PlayStation 5 oder was? Ihr Idioten. Ansonsten, ja, haben wir hier Boxen. Da ist eine Stute, da geht's rein. Mir ist das ein bisschen zu eng hier. Couch ist natürlich nice. Der flätzig, da kann man gut flätzen. Trotzdem ist es, bleibt das, ist und bleibt das hier ein bisschen zu eng, die Nummer hier. Wo ist ein Hundi? Da ist ein Hundi! Feini, guck mal, der chillt. Oh Mann, ich finde Hunde cool. Ich will auch einen Hund. Aber ich weiß nicht, wie ich es mache. Und dann muss, weiß ich nicht, danach ist der Hund scheiße und dann habe ich den. Aber den würde ich bestimmt auch lieben lernen, naja. Aber ist ein feiner. Ach, finde ich gut. Also colorblind. Imposant auf jeden Fall. Nice one hier. Also, ich frage mich gerade, was sind das hier? Ist das dann deine. Das ist irgendwie Aufnahmesoftware. Da wird. Naja, da wird gearbeitet hier. Was hat denn der alles? Ein paar Keyboards, ein paar Synthesizer. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Fabian, 25. Sehr gemütlich. Erstmal. Viele so, hat wahrscheinlich auch so ein Philips Hue Light wie ich. Ist auch ein cooler Typ. Kann das mit dem Handy steuern vielleicht. Gefällt mir. Aber der Stuhl ist ein bisschen arg. Der ist irgendwie, warte mal, finde ich den geil oder finde ich den scheiße? Ich finde den, glaube ich, geil. Der ist doch Leder, oder? Und so richtig schön schlank, die Lehne. Das, irgendwie finde ich das nice. Der hat hier so einen Ball, hatte ich auch mal. Was sind, ach, das sind Medaillen hier, guck mal. Alter, wir haben hier so einen richtigen Sporty. Weiß. Fabian. Und noch ein Ball? Okay, vielleicht ist der Weltmeister in diesen Bällen. Vielleicht macht er das irgendwie professionell. Aber vielleicht bounced er immer so drauf und kann so Tricks machen. Macht immer so. Und dann geht er hoch und dann macht er so, kann er sich so drehen. Und dann landet er aber wieder auf dem Ball. Und dann. So seine Sportart, die kennen wir hier noch nicht. I don't know. Ist nur ein random guess. Ah, ein Snowboard. Banger Boys. Warte, ich glaube, das ist tatsächlich nicht gestellt. Ich glaube, das fände ich halt geil, dass der wieder wirklich einfach hier boom, 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 boom. I want you in my room einfach random hört. Der hat, glaube ich, Besuch da. Nee, das ist eine Party, Leute, oder? Guck mal, warte mal. Hier ist der Stuhl. Das heißt, er ist nicht alleine. Okay, wow. Joram, Alter. Das sieht ja mal nice aus. Okay, das gefällt mir. Sehr ordentlich. Wow, Alter, wie ordentlich hast du denn die Games hier? Das Poster gefällt mir auch gut. Okay, warte mal, Joram, jetzt hat Joram 10 Gifted-Subs da gelassen. Jetzt wirkt es halt extrem so, als würdest du mich dafür bezahlen, dass ich deine Wohnung gut finde. Das kannst du jetzt nicht bringen, nicht genau jetzt. Das ist jetzt scheiße. Das ist viel zu auffällig. Wir haben das ausgemacht, dass du das nachher machst. Mir imponiert auf jeden Fall dieses Regal. Das finde ich cool. Hintergrundbeleuchtung, sehr akkurat, also wirklich genau. Ich finde ja sowas so satisfying, oddly pleasing. Das ist genau der zu einem Regal, wo das genau reinpasst. Weißt du, genau diese Menge an Spielen. Dann haben wir so ein paar Figürchen hier. Assassin's Creed, Baldur's Gate of the Wild, bestes Spiel aller Zeiten vielleicht, mitunter. Dann haben wir hier eine PlayStation 2. Wir haben eine, was ist das? Das ist doch eine PlayStation 2. Ne, 4. Eine 4 und eine 2, oder? Ne, das ist eine 4er, natürlich, klar. Eine Switch. Nee. Doch. Ah, Switch-Dinger. Stimmt, Switch-Docking-Station. Dann haben wir hier... Ah, da ist aber jemand hier im Rechtsbereich tätig, ha? Vielleicht ein Anwalt. Dann haben wir hier das andere Teil vom Reich. Hier wieder mehr Games, mehr DVDs. Schön Früchte, als ob du die isst. Come on. Ja, brauchst jetzt hier nicht flexen, als wärst du irgendwie jetzt jemand, der Früchte isst. Essen wir alle nicht. Kaufen wir, schmeißen wir weg. So, dann haben wir hier Dachgeschosswohnung, auf jeden Fall. Auch schön heiß im Sommer. Und hier die kleine Zockhöhle, ha? Mit, das ist, glaube ich, Modern Warfare. Gefällt mir. Ist eine chillige Ecke zum Zocken irgendwie. Also auf jeden Fall hast du alles dafür getan, dass hier die Beta, die Modern Warfare Beta, genau. Und, oh, sehr gemütlicher Stuhl hier. Da kann man ja richtig drin versinken. Also, ich finde es okay. Ich würde sagen, ich hätte jetzt zu einer 7 von 10 tendiert. Ich mache aber eine 8 von 10 nur wegen diesem Bereich. Den finde ich echt gelungen. Das macht, stellt mich zufrieden.
So, danke nochmal für die 10 Gifted Subs, ne? Weiß ja, hab ich ja mit dir besprochen, ne? Nicht ich scheiße, die Wohnung. Voll hässlich. So, okay, wow, wir haben ja schon wieder ein Highlight. Oh, damn. Ah, es ist voll mein Ding, das finde ich nice. Das finde ich wirklich nice. Vor allem, also, ist vielleicht für euch weird, aber für mich ist das Highlight hier tatsächlich dieser kleine rote Teppich. Ich liebe sowas. Das ist so irgendwie, da weiß ich schon, da kann man, da will ich drauf, da kann man so chillen und die so ein bisschen Schneidersitz, so ein bisschen die Platten durchgehen, hier mal so eine auflegen, da hat die Boxen dafür da, weißt du, so weniger ist mehr. Ich finde das richtig, richtig chillig so. Hier ein bisschen Whisky Selection. Gut, die Lampe, da können wir drüber reden, die mag ich nicht so gern da in der Ecke. Zum Hinsetzen und Platten checken, genau, finde ich irgendwie cool. Was denn das? Kennt ihr das? Sagt es euch was, die Platte? Hat er bestimmt extra. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt random eine Platte da ist. Hat er bestimmt gewusst vom Foto. Hätte ich auch so gemacht. Ich mache das auch manchmal übrigens, wenn ich bei Instagram, wenn ihr irgendwann bei Instagram meine Platten seht, ich habe ja auch ein paar, oder ich irgendwelche rausgreife oder sowas. Ich habe einmal, okay, ich kann es ja sagen. Ich sag's jetzt einfach. Ich habe einmal bei Instagram, habe ich so getan, als ob ich random eine rausgreife, aber ich habe vorher so die ausgesucht. Weil ich die cool fand und so ein bisschen zeigen wollte, dass ich eine coole Platte habe. Oh, das genau das Poster hatte ich auch lange. Genau das. Habe ich irgendwie nicht mehr. Dann haben wir noch hier ein R2D2. Wir haben hier ein Bike. Der Boden ist auch so typisch so ein bisschen so ein älteres, in den 60ern gebaut Haus mäßig. Und die Couch hätte ich gerne noch gesehen, weil die finde ich, weil guck mal, hier zum Beispiel finde ich die Couch im Raum richtig nice. Weil hier ist es wirklich ein Raumteiler. Hier Essbereich, da, vielleicht sollte das Timo auch so machen. Einfach hier so oben bei sich so einen Essbereich machen, dann ist es irgendwie geiler. So, wir haben jetzt hier Ninjas Pizza. Vielleicht Turtles-Fan? Der zumutbare Teil meines WG-Zimmers. Rest des Zimmers ist Kleidung, Fahrrad, Empty Baos. Das finde ich direkt sympathisch. Empty Baos, kann ich ein Lied von singen. Die Boxen sind ja mal geil. Das sind ja voll die Riesendinger. Und wir haben hier noch einen Plattenspieler, glaube ich. Kabelmanagement ist natürlich etwas schwierig hier, ne? Geht hier hinten rum, da hoch und so. Hier noch irgendwie ist ein typisches Männerzimmer einfach. Ein typisches Männerzimmer so. So sah meine Wohnung, so sah mein Zimmer auch ganz. Aber der Tisch ist mal richtig nice, oder? Den finden wir gut. Den Tisch finde ich richtig gut. Den Stuhl gefällt mir eigentlich auch. Ist schön gut für den Rücken, aber ich wette, der sitzt eh nicht so, wie man sitzt. Und es hat ja noch so eine geile Halterung fürs MacBook. Ich finde das nice. Ich sehe mich da. Warte mal, ich habe das gar nicht bewertet hier. Das kriegt von mir eine 9 von 10. Kriegt von mir vielleicht sogar eine 9,5 von 10. Das ist wirklich so mein Style, die Wohnung. Gefällt mir gut. Hier ein bisschen die Plakate sind nicht so ganz stringent mit dem Rest. Hier ist irgendwie sehr aufgeräumt. Du hast hier diese zwei Plakate, sehr minimalistisch. Und hier so ein bisschen die, das ist so ein bisschen nicht gerahmt. Das ist so ein bisschen, I don't know, das macht irgendwie, also wäre ich jetzt Detektiv, würde ich sagen, ich werde hier angelogen. So, das fand ich auch gut. Das gibt von mir eine 8 von 10, eine solide 8 von 10. Adali, wichtigster Raum, Wohnzimmer, Esszimmer und Arbeitsplatz. Okay. Also, erster Eindruck ist positiv. Mir fehlt aber ein bisschen Symmetrie. Ich hätte den Fernseher gerne hier. Und die Pflanze woanders. Also, der ist hier so links. Der ist weiter links. Der muss doch hier in der Mitte zumindest stehen, zwischen den beiden, dem Regal und dem Schrank. Da muss doch gleich viel Abstand sein. Da ist mein innerer OCD aber ganz stark. Das sage ich euch mal ganz ehrlich. Und was ist eigentlich mit euren Uhren? Sag mal, habt ihr es eigentlich eilig? Seid ihr alle am Bahnhof oder was? Warum habt ihr denn, haben so viele von euch so eine Uhr? An der Wand. Okay, das ist schön. Von der Perspektive finde ich es deutlich schöner. Vielleicht liegt es auch daran, dass es hier ein bisschen dunkel war, ha? Ein bisschen dunkel. Aber gefällt mir eigentlich. Adali, Wohnung ist schön, gibt von mir eine 8 von 10. Finde ich nice. Vor allem die Perspektive ist richtig schön. Schön hell. Balkon ist am Start. Der Esstisch, ich bin extrem neidisch auf diesen Esstisch. Ich hätte auch gerne so einen richtig großen Esstisch, weil man dann einfach auch mal Leute einladen kann und so. Okay, weiter geht's. Seilmann. WG, Zimmer, Küche, Spülkasten. Okay, wir sind wieder in WG-Gefilden. Ich habe das gerade wie so ein Claim gelesen. Warte mal. WG-Zimmer, Küche, Spülkasten. Deutschland, das Land für dich. So, erstmal der Teppich ist geil, gefällt mir gut. Das Bild hier ist deplatziert, ciao. Weg damit, das Bild ist zu hoch, das hat überhaupt keine Alignment mit irgendwelchen anderen Bildern hier. Das ist völlig allein auf weiter Flur. Das sehnt sich nach Begleitung, es sehnt sich, ihr müsst wissen, Bilder sind soziale Wesen.
Oder halt einfach genau das Gegenteil, sie wollen alleine irgendwo stehen mit viel Platz. Aber wenn ihr schon Bilder zusammen irgendwo habt, dann brauchen sie irgendwie einen Bezug zu den anderen Bildern. Und das ist einfach hier ein Ausreißer, das geht nicht. Oh, Punkt. Dann haben wir hier, wie gesagt, eine Messi-Wohnung. Also wenn das eine Messi-Wohnung ist, dann gute Nacht. Dann haben wir hier, ich finde die schön, ich finde das chillig. Ich habe das Gefühl, das ist eine Frau. Was sagt ihr? Okay, steht Seilmann. Irgendwie finde ich das doch, hat was Weibliches, aber die Klamotten sind ein bisschen männlich. Aber ich weiß nicht, warum mir diese Area weiblich vorkommt. Einer. Weiter geht's. Oh, schöner Boden. Das könnte eine Berliner Altbauwohnung sein, habe ich das Gefühl. Hier, schöner Schrank. Also die Küche finde ich echt cute. Und aber auch hier habe ich ein bisschen Mädel-Vibes. Habt ihr das nicht? I don't know, irgendwas ist weiblich in dieser Wohnung. I don't know, vielleicht habe ich ja recht. Sind ja nur Internetnamen. Seilmann, muss ja nicht sein. Ich glaube nicht, dass Seilmann im Pass steht. Der Boden ist der Hammer. Ich gebe insgesamt eine 8. 8 von 10. Okay. Ja, okay. Du hast einen Spülkasten, der funktioniert. Nice. Ach so, das ist ja WG. Ich habe mich gerade erinnert, das ist ja eine WG. Ich bin dumm, deswegen kann ich ja dieses ganze Mädels-Vibes, stimmt ja hier, also hat ja hier keine, naja, ist eine WG. Aber es ist eine Zweier-WG, oder? Leute, das ist eine Zweier-WG. So eine Küche ist eine Zweier-WG, glaube ich. Weiter geht's. Dreimal schiefe Wohnung. Okay, haben wir gerade alle simultan den Kopf, kann es sein, dass wir gerade ganz viele Leute simultan den Kopf so gedreht haben? Und jetzt wieder so, ach willst du, ey komm, ey, das regt mich auf. Das regt mich auf. Mir wird schwindelig, Alter. Du kannst doch nicht den Winkel da machen, dann wieder den rechten Winkel und dann wieder den linken. Willst du, dass mir übel wird oder was? Das gibt nur dafür eine 1 von 10. Nee, ihr habt recht, gibt Abzug. Aber sieht ehrlich gesagt gut aus. Aber ich kann mir das, mir wird da wirklich schwindelig. Ich kann mir das nicht geben. DD161. Jetzt muss ich wieder den Kopf so drehen. Finde ich aber schön, die Wohnung. Ich gehe das mal schneller durch, weil es mich wirklich schwindelig macht. Abgehakt, finde ich gut. Gutes, gemütliches Schlafzimmer, sehr gutes Bett. Ist ein Boxspringbett, glaube ich. Gutes Bumsbett. Dann hier die Küche. Fantastischer Tisch. Also richtig, richtig gutes Tisch. Guter Tisch. Der gefällt mir. Und große Küche, das ist fast schon so ein bisschen so eine ziemlich große Wohnung, oder? Und dann haben wir hier das Wohnzimmer. Aber wieso sind die so schräg? Weil er wollte sie wahrscheinlich alles draufbringen, oder? Finde ich auch gut. Das ist für mich eine 8 von 10 Wohnung. Ich glaube, so ein bisschen so, das ist so der Durchschnitt hier. Aber ich gebe eine 7 von 10 wegen den Bildern. Ja, jetzt hört es aber auf, Janina. Komm, also, das ist viel zu schön. Ich kriege da ein schlechtes Gewissen. Ich will auch so eine Wohnung. Also, komm, da sind wir uns einig, das sieht gut aus. Da sagt schon einer Fake. Nee, glaube ich nicht. Das ist schön. Ach, guck mal, die Kerze auch. Ist aber Erdgeschoss, oder? Warte mal. Sherlock Holmes? Das ist doch hier ein Van. Und wenn ich jetzt nachdenke, müsste das eigentlich Erdgeschoss sein. Schöne pinke... Ah, ganz ehrlich, das ist so typisch ich. Ich finde am allerbesten an diesem ganzen Bild, finde ich die pinken Adidas. Adiletten. Okay, also ich mache weiter. Wohnküche. Ja, da ist doch direkt mal... Da läuft doch mal was Ordentliches. Warte mal, habe ich genau das Gleiche an? Aber wieso hängt da noch das Licht? Ich habe genau das Gleiche an! Warte. Okay, gut. Ja, ich sollte mal öfter mal irgendwie die Klamotten wechseln, sonst werde ich ja langsam echt zu so einem Montana Black, der immer das Gleiche anhat. Aber gut. Geiler Schnauzer, gefällt mir gut. Okay, weiter geht's. Die Bude ist nice. Gefällt mir sehr gut. Die gefällt mir gut. Auch nur ein Foto dabei, trotzdem. Es gibt von mir eine 9 von 10. Aber warte mal, ich habe die Wertung vergessen hier. Bei Janina. Das ist eine 9 von 10. Das ist eine 9 von 10, das gefällt mir sehr gut. Chat soll die Fresse halten. Das ist kein Airbnb, ist kein Fake, das ist geil und das gefällt mir. 8 von 10, sorry. Wegen Erdgeschoss. Anna oder Sanna? Ich habe das nämlich final nicht bewertet.
Das ist für mich eine 9 von 10, tatsächlich. Das finde ich wirklich geil. Ich bin da echt ein bisschen neidisch auf diese Wohnküche. Die Couch sieht geil aus. Pflanze ist nice. Super guter Fernseher. Geiler Fernsehtisch. Kleine Anlage hier. Ja, ein bisschen Esoterik muss sein. Keine Ahnung, wer es mag, wer es braucht. Ich nicht. Hier auch noch Untersätze. Ach, guck mal an. Da hat es aber einer mal richtig Erwachsenenleben angekommen. Dann geht's weiter. Kiki. Ja, Küche unspektakulär. Was steht hier? Too slow for my flow. I don't know. Too slow for my flow. Ja, den Spruch, das kann eigentlich nur ein Typ sein. Too slow for my flow. Ah, okay. Seht ihr, jetzt kommt was. Das verstehe ich nicht. Das gibt's international. Das ist jetzt kein deutsches Ding oder so. Weiß gar nicht, die Einordnung braucht es gar nicht, fällt mir gerade auf. Weil ich glaube, weil ich im Kopf gerade sagen wollte, wahrscheinlich irgendwie sowas, das sehe ich oft in Deutschland und fiel mir aber im Kopf ein, das ist auch in Irland so und deswegen habe ich das jetzt ausgesprochen, das macht gar keinen Sinn, deswegen weiter im Text. Weil ich verrückt, verliere den Verstand, bin verrückt geworden. Ich raff das nicht. Ich fände das Zimmer zum Beispiel wirklich viel geiler. Ganz einfach, wenn alle diese Dinger weg wären. Und vielleicht ein Poster hier, ein schönes großes Poster hier oder ein schönes großes Poster hier. Chat, seht ihr das auch so? Bin ich da vielleicht anders? Ist es Geschmackssache? Ich finde, das muss weg. Das braucht's nicht. Wozu diese Sachen? Mach doch alles weg, fände ich auch sogar geil. Ganz alles weg. Dann ist es irgendwie für mich viel mehr mein Geschmack irgendwie. Aber irgendwie finde es sehr stimmig. Ich glaube, das ist wirklich so ein universales Geschmacksding. Da muss man einfach... Ja, und darüber lässt sich halt tatsächlich nicht streiten, leider. Außer, dass ich halt sagen kann, weil ich der Streamer bin, mein Geschmack ist geiler als eurer. Ich finde die Lampe ganz okay. Und ja, ich merke gerade, ich bin viel, viel zu negativ für diese Wohnung. Die ist okay. Also ich würde halt das halt nicht machen mit den Bildern. Also wir geben abschließend für Kiki erstmal eine Reaction. Und es gibt für mich eine 7. Eine 7 von 10. Okay. Jetzt wird's, warte mal, ist das die Wohnung von, wie heißt nochmal dieser Typ, Igli? Der TikToker, der immer so tut, als wäre er 27, aber offensichtlich 60 ist. Weil das ist ein bisschen Rich People-mäßig, oder? Ich meine, ganz ehrlich, das macht mich irgendwie, das macht was mit mir, dieses Bild. Ist das ein Troll? Weil dieser dünne Tisch, also, als ob das jemals irgendwie jemand benutzt. Das ist für mich keine Wohnung, das ist für mich einfach sowas, gibt es in einem Restaurant oder so. Als ob man sich da hinsetzt irgendwie und dann so ein bisschen Wodka schnabuliert und dann, da gehe ich doch raus. Ich weiß nicht. Aber die Wohnung ist, also ich weiß halt nicht, ich kann jetzt halt nicht mehr sagen, ob ich jetzt hier mehr getrollt werde oder nicht, weil jetzt natürlich viele Leute zugucken. Aber Eierbeißer hat entweder richtig viel Kohle oder keine Ahnung. Aber die Bude ist natürlich geil. Aber es sieht ein bisschen sus aus für mich, oder? Seid ihr ein bisschen sus, oder? Das sieht aus wie so Bilder aus dem Internet. Aber wenn nicht, dann keine Ahnung. Dann nehme ich es zurück, aber Wohnung ist geil. Aber das hier verstehe ich nicht. Also das braucht's nicht. Das finde ich irgendwie komisch. Da wird dann geballert hier, oder? Mehr. So. Hab die Wohnung am Dienstag gekauft. Gekauft. Okay. Gut, K1? Bist du es? Nee, also auf jeden Fall, wenn sind wir jetzt wirklich, also eine gekaufte Wohnung, dann müssen wir jetzt ein bisschen gnädig sein, auf jeden Fall. Bin ich ja eh schon, ich bin einfach nur realistisch. So, also Küche ist gut. Ja, kann man nichts sagen, ist eine absolut schöne Küche. Mit Dunstabzugshaube, oh gerade schwieriges Wort, Dunstabzugshaube. Wir haben hier eine gute Kaffeemaschine, einen Vollautomaten, wir haben hier einen Sodastream, wir haben einen geilen Ofen auf der anderen Seite, wir haben eine Spülmaschine, super schöne Spülbecken hier, so dieses Quadratische, was ich vorhin schon meinte, finde ich richtig nice. Also das ist eine Top-Küche, Punkt aus. Auch kein Bullshit, kein dummen Kram, wie ich vorhin schon meinte, irgendwie Live, Love, Leben, keine Ahnung, Bomberklart, Kacken ist geil, irgendwas, irgendwelche dummen Sprüche oder so, braucht man nicht. Sehr gut. So. Jetzt hier, Wohnzimmer. Brutal geile Stühle. Denkt mir aber im ersten Moment jetzt so ein bisschen,
versackt man da nicht zu sehr? Will man nicht lieber auf einem Esstisch so einen harten Stuhl haben, frage ich. Einen harten Sitz. Nach dem Essen harten Stuhl will man haben. Weil die sehen natürlich gemütlich aus, aber ich glaube, die sind, wenn man da lange sitzt, dann hat man so einen warmen Arsch irgendwie, oder? Oder versackt da irgendwie zu sehr. I don't know. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so... Aber trotzdem gefällt mir das. Der Tisch ist natürlich Bombe. Tisch ja, Stühle nein, guck, sage ich doch gerade. Ich habe nämlich mehr Planer als du. Wegen dem X, das Licht. Ich war im ersten Moment dachte ich so, das Licht ist scheiße. Aber, also einfach, weil das so ein X ist und so ein bisschen dieses Streamer-Licht ist. Aber im zweiten Moment muss ich sagen, macht es halt ein schönes Licht hier. Frage ist, wenn er jetzt aber kein X draus macht, dann ist es immer so ein Streamer-Hintergrund-Ding. Das sind doch diese komischen Platten, die man so einander machen kann, so puzzle-mäßig, oder? Die sieht man doch bei Streamern immer. Gut, aber trotzdem, kann man voll machen, ist ein schönes Esszimmer direkt nah an der Küche. Völlig okay, finde ich nice. Okay, die Couch ist geil. Sag ich direkt, ich fahre mit der Tür ins Haus. Ich fahre mit der Couch ins Haus, Leute, die Couch, die rockt. Der Tisch gar nicht. Muss ich leider sagen, der Tisch, ich bleib dabei, einen eckigen Tisch. Es ist mir irgendwie, der Couch, das ist zu viel so, das ist zu Akropolis so, das ist zu so, wir sind in Las Vegas und machen einen auf irgendwie antike Zeit oder so. I don't know, der gefällt mir nicht so gut. Aber es tut mir ein bisschen in der Seele weh, weil ich glaube, der ist teuer. Ich glaube, der ist teuer. Die Lampe gefällt mir auch nicht so, aber ich meine, im Endeffekt hat er ja gesagt, die Wohnung habe ich gekauft, da bist du ja, da steht auch, der steht da auch nicht mehr. Pontifex ist am Start, hat einen Sub, deswegen direkt sympathisch. Dann haben wir hier einen Beamer. Das sieht auch geil aus hier, das Holz. Das gefällt mir. Das sieht auch interessant aus. Beißt sich aber mit dem hier. Leute, das beißt sich. Diese Materialunterschiede sind so ein bisschen... Dann haben wir hier noch so einen Buddha. Und wieder eine Uhr. Was ist denn mit euren Uhren? Die Anordnung von den Bildern in der Mitte, finde ich auch. Die sind zu eng aneinander, Pontifex. Mach die mal ein bisschen auseinander. Aber die Uhr finde ich too much. Ich habe das Gefühl, die Uhr könnte meinetwegen bleiben. Ihr habt ja wohl irgendwie so ein Problem mit der Uhrzeit anscheinend. Also anders kann ich es mir nicht erklären, dass ihr alle irgendwie Uhren in der Wohnung braucht. Wo ich halt sage, Handy oder... Ich kann jetzt keine Ahnung, eine Uhr halt. Okay. Aber das finde ich irgendwie komisch. Irgendwie, dass die Anordnung passt nicht. Da ist irgendwas noch... Das irgendwas stört mich hier. Weniger ist mehr, Leute. Damit lasse ich es mal. Dann haben wir hier noch den Flur. Sieht ein bisschen aus wie ein Arschloch. Aber kann auch sein, dass nur ich solche Sachen sehe und sowas. gefällt mir gut der Flur. Aber kein Flur. Warte mal, ist es ein Flur? Das ist ein Zimmer. Ist ein Halbzimmer, halb Flur, ha? Und hier eine Waschmaschine? Das ist irgendwie... Das ist irgendwie ungewöhnlich, Leute, oder? Also hier ist so halb begehbarer Kleiderschrank, halb Waschküche, halb Flur. Das finde ich irgendwie Flur und Trockner. Okay, aber kann man machen. Also du, ich sag mal so, falls es falsch rüberkommt, der ganze Vibe von der Wohnung ist gut. Das ist ein guter Vibe. Also jetzt gerade, wo ich auch nochmal durchscrolle, sehe ich so, das hat einen guten Vibe, Chat, oder? Wisst ihr, was ich meine? Das ist schön hell... Hat eine einheitliche Farbe, so, das gefällt mir gut. Ich gehe ja hier nur auf die Details ein, so. Ich finde das echt, ist so angenehm. Ich würde mich da wohlfühlen, wenn ich da reinkommen würde. Real Talk, so. Würde ich mich wohlfühlen, so. Ich gehe ja jetzt hier nur so gesondert auf Details ein, die ja eh nur Deko sind, die kannst du ja ändern oder halt nicht, ist ja Geschmackssache. Aber ich habe einen guten Vibe, die Wohnung. Krieg von mir eine 8,5. Mit Tendenz zu 9. Okay, Objektschutz. Bist du Dwight Schrute? Hast du hier noch so Ninja-Sterne unten vielleicht? Und ein Nunchaku hier drunter, griffbereit? okay. Nee, aber auf jeden Fall ein Streamer eventuell. Obwohl Kamera fehlt, aber du hast hier diesen Monitor hochkant. Das haben ja oft Streamer, um so den Chat darauf abzuspielen. Dann haben wir den PC. Ah, oh, guck mal, der Klassiker hat nicht gepasst hier genau drunter, deswegen hat er ihn quer. Hahaha, der Klassiker, ne? Hat wohl nicht gereicht. Hast du hier nicht. Passt der hier nicht so? Das Stuhlbein. Hier, was ist denn das? Das ist ein bisschen so ein halber Baum hier nochmal. Oh ja, ist okay. Die Ecke der Sessel ist ganz nice irgendwie eigentlich, oder? So ein Ledersessel, bisschen schön oldschoolig. Fahrrad.
Ey, ganz ehrlich, wenn ich da sitzen würde, ich hätte die ganze Zeit Angst, dass das Fahrrad auf mich fällt. Aber das ist doch so ein Profirad, oder? Das sind diese teuren, das sehe ich doch. Das hat mir, glaube ich, Herr mal erzählt, dass das diese krasse Marke ist, wo es voll teuer ist. Okay, weiter geht's. Okay, cracksüchtig. Ja. Ja, es tut mir leid. Cracksüchtig. Ich mache mir Sorgen. Oder genau, gib dein ganzes Geld für das Fahrrad aus. Genau, POV, du gibst dein ganzes Geld für ein Fahrrad aus. Es passt so gut. Und das Lattenrost, scheiß drauf. Aber das Bett ist ja total seltsam. Das ist quasi ein Single-Bett, aber trotzdem ein Boxspringen-Bett. Aber als... Ja, das ist Jesse Pinkmans Wohnung einfach, oder? Die Hälfte des Bettes, irgendwie ist ein bisschen, also irgendwie das Bett ist weird. Aber ich bin auch gerade zu streng eigentlich, also aber hier so Reifen noch und so, I don't know, also es ist ein bisschen, irgendwie fasziniert mich diese Wohnung. Aber jetzt auch nicht nur positiv so. Allerdings habe ich auch ein bisschen Schiss darüber zu lästern, weil Samurai-Schwert. Und ich mag meinen Kopf ganz gerne. Aber ja, also Spaß beiseite, ist cool. Ist, glaube ich, sieht ein bisschen übergangsmäßig aus. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann tut es mir leid. Aber hier ist noch ein bisschen, hier ist Luft nach oben. Die grüne Wand muss man nicht haben. Das ist ein bisschen Pokodomäne-mäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, da müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, da wird er selber, oder? Leute, es ist, da ist hier Hanebüchen. Da ist ein drunter und drüber. Das geht so nicht. So. Also dann mach wenigstens das Bett hier an die Wand und nicht ans Fenster. Ich könnte so nie pennen, mit dem Rücken zum Fenster, selbst wenn ich die Jalousien unten lasse. Wisst ihr, was ich meine? Das würde, ich hätte da Paranoia oder so, keine Ahnung. Das muss doch hier so, das Bett muss doch so rum, oder nicht, Chat? Also, oder, dass man aufwacht und hier aus dem Fenster gucken kann. Ich finde das irgendwie seltsam, dass er mit dem Rücken zum Fenster schläft. Das macht mich irgendwie wahnsinnig. Ansonsten trotzdem, gibt's eine 4 von 10, leider nur, ich mache noch ein Herzen mit drauf. So, Gerdi, endlich kommst du an. So, was haben wir hier? Erstmal, die Frau Baronin hat eine Klimaanlage. Hast du mal an die Umwelt gedacht, Gerdi? Also eigentlich nicht Spaß, ihr wisst, was ich meine. Ich finde es immer nervig, wenn das Erste ist, was Leute sagen. Die wohnt im Dachgeschoss, Leute. Die braucht eine Klimaanlage. Punkt. Für keine Diskussion. Ja? Das ist teilweise im Dachgeschoss einfach unerträglich, gerade hier in der Zeit. So, also, nice Anschaffung. Ansonsten, auch eine Hobbit-Wohnung, wie es aussieht. Sehr, sehr kurze Stühle. Ich habe irgendwie starke, haarige Füße-Vibes hier. Das ist eine geile Bude. Ja. Sehr modern auch. Also ich habe auch das Gefühl, die ist nicht billig. Ich gebe eine 8,5. Und gebe eine Rakete. Saikusa. Ja. Mein stetiger Beifahrer bei Gran Turismo 7, der mich mit Tipps und Tricks versorgt. Gefällt mir direkt. Bisschen OCD-mäßig, bisschen Rainman-ig. Du hast hier, kaufst immer von allem so 15 Stück oder was? Ist das so eine Nummer hier? Bist du so ein Florentin? Bisschen Florentin-Vibe so. Mir gefällt Marte, ich kaufe 100 Stück davon. Chillige Ecke. Wo ist eine Katze? Ah, da, guck mal! Oh, guck mal, die chillt da und guckt raus. Ich liebe Katzen. Chillig, schwarze Katze. Und die Katze, ist die lieb? Oder hat die ein Personality? Schwarze Katzen sind ja oft so ein bisschen... können so ein bisschen ganz eigensinnig sein, habe ich das Gefühl. Frieda-Vibes, ja. Habe ich so die Erfahrung gemacht. Die ist super sanft. Nice. Gefällt mir gut. Da habe ich direkt einen guten Eindruck hier. Gefällt mir gut. Schöne Leder-Couch. Bisschen muss man natürlich immer aufpassen. Da jetzt einen Fleck drauf machen oder irgendwie was verschütten, ist natürlich scheiße. Oh, ist eine um die Ecke Küche. Ja, kein Wunder ist Saikusa. Gib mir mal Tipps, wie ich um die Kurven komme hier. Er muss ja hier selber jeden Tag hier. Außen nach innen. Saikusa, ne? Schön außen nach innen gehst du hier. Ne? Gehst hier, hier Bremspunkt, Apex und dann nach innen. Hier ist der Apex. Gas geben. Ne? Nochmal. Außen anfahren, stark bremsen, die ganze Breite der Strecke nutzen. Rein und Gas geben, Apex. Okay, gefällt mir gut. Das ist ein bisschen... Weiß ich nicht, hier die, das ist nicht so meins. Macht's natürlich schön hell und so, ist ein bisschen süß, aber passt nicht zum Rest und braucht's das? Die Frage, die stelle ich einfach mal in den Raum. Ansonsten gut. Und das ist natürlich geil. Das ist natürlich nice, das ist ein Wintergarten, oder?
Wegen dem Wintergarten im Winter und um nicht rauszuheizen. Das ist aber cool. Das gefällt mir. Aber jetzt mal die Frage. Saikusa, du bist ja da. Sag mal ehrlich, wie oft sitzt du da? Wie oft sitzt du hier mit deiner Freundin? Sag ehrlich, sag, gib mir eine Zahl im Jahr. Okay, jeden Morgen, scheiße. Scheiße. Ja gut, dann kann ich jetzt nicht mehr mein Geld irgendwie zu Ende bringen. Ja, nee, aber gefällt mir gut. Gib eine 8,5. Gib eine solide 8,5. So, wir sind bald am Ende, wie es aussieht. Ach, Janina hat noch einen Nachtrag gemacht. Oh, guck mal. Wie heißt der denn? Der ist ja voll... Nee, das ist eine Frau... Das ist eine Die, glaube ich, oder? Die ist ja voll cute. Ein Feini. Janina, darf der bei dir auf die Couch oder was? Ohne Hundedecke? Ganz schön frech, der Kleine, oder? Janina ist da auf, ist da chillig. Wie heißt sie denn? Er denn? Sag mal. Das ist Rudi und ja, darf er. Rudi! Rudi! Ich will Rudi streicheln. Ich finde Rudi irgendwie nice. Der hat irgendwie so ein... Rudi ist super. Ich bin Rudi-Fan. Rudi Ultra. Bude ist geil. Also kriegst aber keine weiteren Punkte jetzt. Aber das Ding ist auch geil. Für die Füße drauflegen. Ach, das ist eine gute Wohnung. Gefällt mir sehr gut. Janina, top. Oh, LGH, Alter. Das ist auch geil. Boah, das ist ja mal irgendwie was ganz anderes mal. Hä? Das hier raff ich noch gar nicht. Was? Wie? Das hängt von der Decke? Das finde ich irgendwie geil. Und diese Dinger sind auch geil. Die haben sie doch bei Voice of Germany immer in der Ecke, oder? Oder bei Hülle der Löwen sind die auch immer in der Ecke bei den Interviews. Gitarre. Noch eine Gitarre. Verstärker. Scheint ein Musiker zu sein. Schön, dieser breite Monitor, den kenne ich auch. Und das gefällt mir auch gut. Die Ecke ist geil. Ist das nicht eine geile Schlafecke, Alter? Das finde ich irgendwie nice. So richtig gemütlich, so Hobbit-Hüllen-mäßig so. Das ist so ein Hobbit, so eine Hobbit-Hüllen. Ich finde das irgendwie gemütlich, direkt. Gefällt mir gut. Wir sind hier auf jeden Fall in Richtung 9. Wir sind in Richtung 9. Wir sind in Richtung 9. Das ist eine 9er. Das ist ein 9 bis mit starker Tendenz zu 9,5. Erstaunlich viele Leute von euch haben Dachgeschosswohnungen. Die Küche habe ich noch gar nicht eingeguckt. Die Abzughaube, die, also diese Einbauküche hier ist schon echt next level, ne? Die ist schön schwarz, das gefällt mir auch gut. 20.000 Euro Küche, ja, wahrscheinlich. Nee, gefällt mir gut. Und die gleiche Kaffeemaschine wie ich. Ja, ist eine 9,5. Ist eine 9,5. Ja, guck mal, da ist jetzt. Da ist Ada. Aktuell heute. Küche wurde weiter unten nachgereicht. Ja, ich sehe ja deine Wohnung immer in den Insta-Stories und es gefällt mir sehr gut. Vor allem, ich liebe das ja. Ich bin großer Fan davon. Und wer davon kein Fan ist, von diesen abgezogenen, wie heißt das, wenn die Wand so abgezogen ist, der ist ein Banause und hat keine Ahnung. Ja, Ada Blitzkrieg auf Twitter, genau. Ich liebe das. Ich finde das voll gut. Ich mag das, ist ein bisschen sporadisch. Du hast natürlich, weißt du, Ada lässt, und das ist wichtig, diesen Boden atmen. Ja, wenn man schon in Berlin wohnt und so eine Berliner Altbauwohnung hat und Stuck und so ein Scheiß, da hat man meistens auch abgezogene Dielen oder halt nicht abgezogen, ich check's immer nicht, dann muss man die atmen lassen. Teppich ja, aber da muss man viel Platz lassen und so, nicht alles vollstellen. Es ist sehr minimalistisch eingerichtet, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ist bei mir ganz weit oben. Sehr chillige Couch, kann man sehr gut flätzen. Ich schätze mal hier, die Ecke ist sehr beliebt. So schön dann den hier, oder was? Machst du hier schon einen Arm, so ein bisschen Manta. Machst du eine Manta-Couch? Ist eine Manta-Couch, oder? Machst du schön einen Arm da? Der stinkt auch ordentlich Holzgeruch aus. Und geiler großer Fernseher, wichtig. Und dann haben wir noch die andere Sicht. Die Ecke ist noch, ist noch, ne? Die Ecke können wir mal noch gucken. Ne? Ich darf jetzt natürlich nicht irgendwie, nur weil ich Leute kenne und sympathisch finde, darf ich jetzt natürlich nicht irgendwie jetzt meine Objektivität verlieren. Ich finde die Ecke noch ein bisschen schwierig. Aber natürlich auch sehr künstlerisch. Ein bisschen Künstlerecke, so eine Künstlerecke halt, ne? Der ist natürlich geil. Katja mag die Ecke sehr. Gut, na wie gesagt, das ist ja Geschmackssache. Was ich halt finde in der Ecke, ich glaube, das braucht es vielleicht nicht, das Bild. Ich persönlich, ne? Also anders formuliert. Wäre es meine Ecke, ich hätte genau die Ecke so, aber ohne das Bild. Vielleicht was Kleineres, hier so ein kleines Bild oder so. Vielleicht so ein Bild von mir. Genau, so ein Bild von mir, wie ich so mache. Und dann steht unten drunter meine Ecke. Nur als Vorschlag. Aber Ada kriegt von mir eine... Kriegt eine 9.
Die Bude ist geil. Allein der Stuck hier oben ist geil. Und der Kronleuchter und so, das ist schon nice. Ich mag, wie gesagt, diese Wände, dass man das so dieses, ich weiß nicht, wie heißt das, abgezogene Wand oder was? So die Echtwand und untapezierte Wand sozusagen. Ich bin da Fan davon. Ich finde es nice. Mansch mega. Übrigens, fantastisches Profilbild. Direkt mal Props dafür. Ich hab Fragen. Bitte sag mir jetzt nicht, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin, hier zusammensitzt und zusammenarbeitet und so. Da stelle ich mir die absolute Hölle vor. Das ist für mich die absolute Hölle. Hier sind zwei Sitze, Leute. Zocken. Aber ich weiß ja, ich kann es mir sonst nicht erklären. Aber die Wohnung ist geil. Okay, ich lasse das jetzt einfach mal im Raum. Ah, da bist ja hier. Nein, wir zocken da nur zusammen. Okay, das ist natürlich geil. Ihr zockt da nur zusammen, aber... Okay. Aber was zockt ihr denn? Also irgendwie macht mich das fertig, dass ihr so... Ich hänge mich da gerade zu sehr drauf auf. Ist eine geile Wohnung, kann man sagen. Guck mal, sehe ich jetzt schon ein bisschen hier. Geiles, also auf jeden Fall guter Couchtisch, schöne Couch. Schlagzeug ist noch ein bisschen... Also könnt ihr denn Schlagzeug spielen? Ist das nicht ein Altbau? Kriegt ihr nicht Ärger oder so? I don't know. Aber sehr nice. Schöner Stuck auch hier. Ist bei mir... Geht bei mir durch. Ich sage eine 8,5. 8,5 mit Tendenz zu 9. Und kriegt von mir No Death, Donny. Dude Meister. Schon wieder eine Dachgeschosswohnung. Was ist denn los? Wieso habt ihr alle immer Dachgeschosswohnung? Wie viele Leute haben von euch eine Dachgeschoss? Hier läuft auf jeden Fall das richtige Programm. Ach, guck mal, es ist so weird, das gleiche Programm zu sehen jetzt, während wir noch da sind. Wird demnächst etwas verändert, aber wollte trotzdem mitmachen. Das ist doch nice, Dude Meister. Das gefällt mir sehr gut. Was willst du denn da groß ändern? Ich finde das geil hier. Ich bin da neidisch drauf. Das ist doch super schön. Schön aufgeräumt, schön minimalistisch, schön chillig. Nicht chillig, falsches Wort. Gefällt mir gut. Ich bin ja so ein Fan von modernen Wohnungen auch, genauso wie halt so Altbauten. Hier ist es halt fast schon ein bisschen zu sauber. Chat, wisst ihr, was ich meine? Fast ein bisschen Serienmörder-Style. Bisschen zu sauber hier. Ist ein bisschen... Ich habe das Gefühl, in der Wohnung riecht es auch ein bisschen nach Bleichmittel. Aber das ist auch eine Wohnung, wo mich halt null... In so einer Wohnung würde mich halt null wundern, wenn jetzt da eine Liegeschaukel hängt. Würde mich null wundern. Wäre so voll, okay, ist ein Machertyp. Der Bums mit Liegeschaukel. Ist ein Machertyp. Das sehe ich. Der hat eine Dachgeschosswohnung. Das ist Neubau. Der bumst viel. Die Wohnung ist nice. Die kriegt von mir eine 9. Klar. Also, come on. Das ist geil. Oh, das Bett. Das Bett ist natürlich eine Ansage, ne? Das Bett ist eine Ansage. Also, was ist denn so ein Bett? Das sieht aus wie so ein Auto bei Gran Turismo. Aber meine, ja. Ist geil. Nee, kann man nicht haten so. Kann man nicht haten. Ist gut. Das ist eine 9, Leute. Können wir nicht machen. Das ist eine absolut geile Bude so. Was willst du machen? Also. Find's trotzdem ein bisschen zu clean. Da fehlt ein bisschen Persönlichkeit, muss ich sagen. Kriegt einen Madenmann. Hätte mich so ein kleines Häufchen Koks auch echt null gewundert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Euch auch nicht, oder? Hätte mich jetzt hier wirklich. Wäre für mich normal gewesen. So. Passt irgendwie zur Wohnung, würde ich sagen. So, Tamara. Die liebe Tamara. Die ist auch oft im Chat hier. Bist auch gerade dabei, ne? Unsere Pflanzenfrau, die sehr sich mit Pflanzen auskennt. Und, oh, guck mal, ein Hasi. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Guck mal, der geht hier ab. Der schnabuliert sich einen weg, Alter. Der schnabuliert sich mal richtig an. Wie heißt der? Das ist Alf. Der heißt Alf. Oh, geil. Oh, nee, ich lieb das. Alf ist ja wohl der geilste Name für den. Der Alf chillt sich und der Alf-Bruder, Alter, chillt sich hier richtig ein ab. Der hat noch einiges zu schaffen, weil der muss dann den Wagen noch wegbringen. Der muss hier noch ein bisschen aufräumen, man, die ganze Bude nochmal umräumen. Hier den ganzen Salat, der isst sich auch nicht von alleine. Und hier nochmal ein bisschen, der Alf hat einen Alltag, der muss viel machen, einen Alftag. Nee, also sehr schön. Und vor allem, du hast so einen richtigen, ein Gewächshaus. Ist das ein Gewächshaus? Also so eine Art, mit so einem Licht auch, oder? Mit so einem, eventuell einer Natriumdampflampe? Ja, eine Vitrine. Gut für die Luftfeuchtigkeit. Okay. Okay, nice. Und hier hast du so ein Bett. Coke Zero, direkt auf jeden Fall sympathisch. Und noch ein Hasi!
Guck mal, der hat Schild. Der guckt gerade mein Programm. Warte mal, ich muss mit dem reden. Hallo, Hase. Nee, da unten. Hase. Hasi. Wie heißt der? Oder die? Also wir haben Alf und das ist ein Sofa, kein Bett und das ist Molly. Molly und Alf, wie geil ist das denn? Und das ist ein Sofa, okay. Ich finde das irgendwie voll sympathisch. Alf und Molly, ey. Best Buddies oder was? Oder sind die ein Pärchen? Sind die ein Pärchen oder was? Aber sind ein bisschen, als Molly ist ein bisschen beleidigt. Lässt den Alf mal machen, ne? Alf, der muss schon wieder den ganzen Tag Salat schnabulieren und aufräumen und so. Molly pennt. Finde ich gut. Okay, Tamara kriegt eine 9,5 von 10. Eine 9,5 von 10. Ich muss natürlich die Latte noch erhalten. Ich war kurz davor, eine 10 zu geben, aber wirklich wegen Alf. Alf und Molly, aber es gibt eine 9,5 von 10. Publikum, a.k.a. Basti. Da haben wir hier auch ein bisschen so eine Hobbit-Höhle hinten. Auch irgendwie komisch, also nicht komisch, warte mal, komisch ist wertend. Ich meine so ein bisschen ungewöhnlich geschnitten, die Bude, oder? So ziemlich weit nach hinten gehend. Also, weißt du, wie das ist? Weißt du was? Das sieht, nicht, dass ich sowas kenne, aber das sieht ein bisschen aus wie ein Stripclub. Mit dieser Stange hier, da wird gedanced, da hinten ist so ein bisschen die Loge, da chillt man dann, kriegt man so einen Lapdance oder so, habe ich gehört, keine Ahnung, ich war noch nicht im Stripclub, aber so habe ich es halt als Film zusammengereimt. Und hier ist eine Bar, da sitzt man halt und da wartet man, bis die Damen kommen und dann gibt man dann aus und dann geht man da drin, habe ich gehört, irgendwie, keine Ahnung, das läuft irgendwie so, glaube ich, habe ich bei Breaking Bad gesehen. Hm. Ja, doch, genau das gleiche Bild bestätigt. Du wohnst in einem Stripladen, Alter. Der Sombrero macht's nicht weniger sass. So ein riesen Sombrero, Alter, und dann lässt er sich da Lapdance gehen. Okay, finde ich gut. Also, Publikum Basti, nicht schlecht. Nee, gute Bude, krieg ich von mir aber trotzdem eine 8 nur. Nee, krieg eine 7,5, muss ich jetzt auch sagen, weil ich sehe auch zu wenig. Das ist irgendwie nicht, da fehlt einiges. Ich bin jetzt aber ein bisschen auch am Durchrushen. Und wir haben noch, Ada hat noch einen nachgeschickt, absolut unaufgeräumt. Das ist die Küche, hä? Ja, ist doch nice. Du hast einen Drehstuhl in der Küche? Die Stühle habe ich nie verstanden übrigens, weil das habe ich nie gecheckt. Weil auf den kann man sich nicht anlehnen und nur der Arsch lehnt wo an. Das verstehe ich nicht. Die hat einen Kumpel von mir auch und ich raff die nicht. Aber das ist ein echter Stuhl, der ist so gedacht, ne? Das habe ich nie verstanden. Trotzdem, ich bleibe bei meiner Bewertung. Hier auch wieder eine schöne Wand hier, gute Küche. Hier ein bisschen, muss man noch ein bisschen putzen, ne, Ada? Hier machen wir ein bisschen sauber, einmal drüber gewischt, kein Problem. Und die Mikrowelle steht absolut frech. Aber so ist es halt in Berliner Altbauwohnungen, da muss man sich zu helfen wissen manchmal. Wie viel kam da jetzt noch rein? Okay, wir gucken mal hier. Noctem wohnt im Keller? Okay, das finde ich jetzt wirklich ein bisschen weird. Ist das ein Troll? Das ist doch irgendwie ein bisschen unheimlich. Also das ist auf jeden Fall wirklich Serienmörder-Vibes. Hier so ein Messer, viel zu viele Schachteln kippen. Dann so die Fliesen, das ist mir unangenehm. Dann haben wir jetzt noch das allerletzte. Okay, wir kommen zum Abschluss. Sir Buchholz, du bist der Letzte. Also der Letzte, der heute dran ist. Ganz ähnlich wie schon mal eine Wohnung, die wir gesehen haben irgendwie. Hast du hier einfach Senf auf dem Tisch? Warte mal, ich muss die Maus, dass ihr die seht. Ist das hier Senf? Hat er einfach einen Topf Bautzen auf dem Tisch? Ja, schöne Runde Chokos mit Senf. Kann man machen. Gönn dir. Finde ich okay. Zwei Bildschirme haben wir hier. Wir haben eine relativ Standard-Couch. Ich mag das nicht, dass du hier so eine Tagesdecke oder so eine Tischdecke drüber hast. Gefällt mir einfach nicht. Kann ich jetzt nicht anders sagen. Und das Senfglas macht aber einiges wieder weg, muss ich sagen. Dann haben wir hier eine kleine Küche, Kühlschrank, sehr großer Kühlschrank, sehr gut. Dann haben wir hier vier Sitze, wo ich von ausgehe, dass es wie bei uns meisten ist, so, dass man trotzdem immer hier alleine sitzt. Klingt sad, aber ist so. Und noch ein Bett. Ihr habt ja alle so richtige Betten, Alter. Ich habe einfach nur so ein scheiß Ikea-Bett, Malm, Alter, und das fällt immer, das fällt gerne mal auseinander. Ich hüpfe tatsächlich einfach gerne auf dem Bett. Habe ich irgendwie von meiner Kindheit und deswegen mache ich alle Betten immer kaputt. Anyway, okay, das war's, Leute. Das war's. Ich bin fix und alle, aber hat Spaß gemacht. Spaß gemacht. Liebe geht raus. Hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei wart. Cool, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Vielen Dank fürs Mitmachen und für die positive Stimmung im Chat. Für den guten Vibe. Das ist die halbe Miete.